Ja, tatsächlich hat gestern David Claudio Sieber im ZDF in einer Sendung über alle der kleineren Parteien, hat er tatsächlich gesagt, Kapitalismus abschaffen, ja. Ja, tatsächlich. Und das im ZDF, ja. Und das lässt ja einerseits hoffen, ja, denn es lässt ja hoffen, ich gehe erst mal hier hin. Wo ist es? Ja. Erstmal Hinweis, heute Abend die Talkshow mit Gemeinwohl-Lobby, Marianne Grimmstein, Gemeinwohl-Lobby Österreich und Deutschland. Und so Partei des Gemeinwohls, Bundesvorsitzender Lischka, wahrscheinlich auch Vorstandsmitglied Eckenberger. Ja, hier werde ich dabei sein und Moderation, Diplom-Theologe Jürgen Wagner, bekannt von Maischberger, Stefan Raab, NDR, SWR und so weiter. Ja, das ist also die Ankündigung der Talkshow. Das ist also auf der Seite der Partei des Gemeinwohls, PDG. Und dann gehen wir jetzt zum Menü und gehen auf Programm. Ja, und David Claudio Sieber, Kapitalismus abschaffen, ja. Also erstmal hier unten rechts an dem rundlichen Ding draufklicken und schneller drehen. Schneller hören macht Freude. Also. Was ihm halt aber fehlt, ist eben der entscheidende Sprung hier. Gucken wir es uns mal hier an. Na, wo ist es? Ja, hier ist es. Es ist ja super, dass David Claudio Sieber jetzt gesagt hat, aber wie gesagt, erstens kann man sich auf Äußerungen von der Basis nicht verlassen. Letztens haben sie sich zur sozialen Marktwirtschaft bekannt. Und da die soziale Marktwirtschaft ja der Kapitalismus ist, ist es jetzt komisch, dass David Claudio Sieber ganz klar im ZDF sagt, Kapitalismus abschaffen, ja. Ja. Also, was soll man denn überhaupt dieser Partei noch glauben, wenn sie sich da ständig widerspricht? Und das Schlimme ist, dass David Claudio Sieber jetzt zwar zu Recht sagt, Kapitalismus abschaffen, ja. Aber dann die weltberühmte Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber nicht kennt und auch die anderen Gemeinwohlwirtschaftssachen, die Gemeinwohllobby und all das nicht, offensichtlich nicht kennt. Er hätte jetzt ja sagen müssen, ja, Kapitalismus abschaffen, ja, stattdessen Gemeinwohlwirtschaft. Ja, und stattdessen hat die Basis solche Dinge im Kopf. Und das ist nichts anderes als pseudokommunistische Gedankenwelten, pseudoplanwirtschaftliche Gedankenwelten und Konzepte. Man will das Gesundheitswesen wieder in ein pseudoplanwirtschaftliches Gesundheitswesen in gewisser Weise umwandeln. Und das ist sozusagen, ja, das ist auch diese Geschichtsvergessenheit. Wir hatten ja Riesenprobleme, als die Ärzte festbezahlt wurden, sozusagen. Wir hatten ja mit den anderen Systemen auch Riesenprobleme. Ja, weil eben diese Systeme, genauso wie dieses System, Fehlanreize beinhalten. Und das Einzige, wo es darum geht, Fehlanreize nach Möglichkeit rauszuschmeißen, ist eben Gemeinwohlwirtschaft. Ne? Ja, und deswegen steht hier eigentlich ja auch alles. Die weltberühmte Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, aber da gehe ich gleich drauf an. Ich gehe gerade nochmal zurück auf die Titel. Ja, also Gemeinwohlökonomie Felber, da kommen wir ja gleich immer wieder zurück. Impfpflicht ist da. Also, es ist ganz klar.
Seit Jahrzehnten wandelt sich die Gesellschaft um durch die parallele Evolution. Ich zeige das nochmal an einem Schaubild. In eine medizinalisierte Gesellschaft. Ja, Medizin, es steht den Bürgern quasi nicht mehr frei. Ja, wenn wir das einmal hier als die riesigen Konzerne der weltweiten Pharma- und Medizinindustrie ansehen. Mit Milliarden Personal, mit Milliarden Geldern, mit Milliarden Finanzbeträgen. Und mit denen überschütten sie die Medien, die journalistischen Medien und die filmemachenden Medien oder sonstige Medieninhalte erstellenden Medien und die politischen Kasten. Ja? Und ständig kommt es zu einem Geldfluss von dieser Welt zu diesen Welten. Werbespots, das heißt, ein Großteil der Gehälter, die diese Leute hier verdienen, kommt aus der Pharma- und Medizinindustrie. Und da und genauso fließen sehr viele Gelder über Lobbyisten, Parteispenden, über sonstige Geschenke, Jobs in der Wirtschaft, nach der politischen Karriere, vor der politischen Karriere, fließen ständig Gelder in diese Welten. Ja? Und dadurch kommt es zu einer Evolution, dass das Denken, dass also Stück für Stück Menschen, die hier sowieso die gleichen Irrtümer im Kopf haben wie die vorteilbringenden Irrtümer dieser Industrie, dass diese einfach etwas bessere Karrierechancen haben, da sie ja durch ihr Sprechen und ihren Messages, ihre Morale von der Geschichte bei ihren Filmen, Spielfilmen, Krimis und so weiter, nicht diesen hier widersprechen. Dadurch kommen sie nie in Konflikt mit den Werbekunden und dadurch läuft das alles ganz harmonisch und freundschaftlich ab. Und so evoluieren sich Journalistenschaft, Filmemacher, Programmmacher und politische Kasten evoluieren sich Millimeter für Millimeter dahin, dass sie die gleichen Irrtümer glauben wie die Medizin- und Pharmaindustrie und andere große Industrien. Und dadurch, das bedeutet letztendlich, dass in Deutschland es quasi immer weniger erlaubt ist, ganz klar zu sagen, ja Leute, ich bin aber aus wissenschaftlichen Gründen der Ansicht, dass ich der Medizin- und Pharmaindustrie kein Wort glaube und deswegen möchte ich auch keine medizinischen Produkte kaufen. Stattdessen entsteht also jetzt quasi, indirekt ist eine Impfpflicht entstanden. Die Leute werden finanziell bestraft, die sich nämlich nicht impfen lassen und es wird eine Beweislastumkehr getätigt. Nicht mehr die Medizin muss beweisen, dass sie nicht gesundheitsschädlich ist und nicht die Medizinindustrie muss beweisen, dass ihre Dinge positiv sind und muss die Menschen überzeugen, sondern der Bürger quasi muss beweisen, warum er denn diesen segensreichen, engelsgleichen, guten Taten dieser Medizinindustrie nicht folgen will. Also quasi, es ist quasi so, dass letztendlich wir sind ein Medizin- und Pharma-Staat geworden durch diesen Mechanismus. Und das ist auch zwangsläufig so. Dass in den letzten Jahrzehnten gab es immer noch einzelne Journalisten, einzelne Sachen, wo medizinkritisch gedacht wurde, vielleicht auch noch einzelne Politiker,
Aber ich habe das damals mit einem großen Schock erlebt. Da war dann zum Beispiel die Partei der Grünen, die früher total pharmaindustriekritisch war, die war plötzlich zum absoluten Pharma-Fan geworden. Und zwar die grüne Jugend, Köln hier. Das habe ich also live erlebt. Also da war ich ganz entsetzt. Aber das passiert eben Stück für Stück, dreht dieser Geldfluss, der von hier in diese Welten fließt, führt zu Evolutionsprozessen, dass sich dort immer mehr Menschen anhäufen, die von vornherein die gleichen Irrtümer im Kopf haben wie diese Industrien. Und dadurch kommt es zu dieser, ja, letztendlich der Angleichung in den an sich ja teilweise getrennten Evolutionsverläufen. Aber es kommt zu einer einheitlichen Sicht der Welt. Die gleichen vorteilbringenden Irrtümer werden überall geglaubt und dadurch haben wir eine Medizindiktatur. Und wir leben jetzt in einer Medizindiktatur durch diese Angleichungsprozesse und dadurch sind alle demokratischen Elemente ausgehebelt. Und wie löst man das Problem? Ja, nur, ja, ausschließlich mit zwei Konzepten. Es gibt ja nur zwei Konzepte, mit denen man die Weltprobleme lösen kann, diese Weltprobleme lösen kann. Wo ist es? Entweder wir schaffen es irgendwann und Sie machen mit bei dem Aufbau der ersten wirklich glücklichen Lebensgemeinschaften und Kommunen und daraus werden irgendwann, wenn 50 Millionen Menschen in glücklichen Kommunen leben, dann haben wir eine veränderte Realität. Das ist ein Weg, die Welt sofort umzuwandeln, ohne Wahlen, denn bei den Wahlen wurden ja lauter Mechanismen eingebaut, die dafür sorgen, dass nach Möglichkeit eben nie möglichst neue Parteien niemals hochkommen können. Ja, und hier mit diesem ersten Text, den man vielleicht für einen Flyer verwenden könnte, der also quasi noch vor dem eigentlichen Wahlprogramm, das ja dann hier beginnt, hier haben wir das Wahlprogramm, das Parteiprogramm der Partei des Gemeinwohls im engeren Sinne, aber dieser Flyer da oben ist quasi so wie das Vorwort dazu oder die Einleitung dazu. Und dann haben wir die Kompetenten hier. Und in diesen ersten Sätzen zeigt sich eben der Unterschied zur Basis, warum sie sofort eine Doppelmitgliedschaft eingehen sollten. Bei der Partei des Gemeinwohls können sie kostenlos Mitglied werden. So, die weltberühmte Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, GWÖ, genau diese, obwohl sie weltberühmt ist, hat die Basis bis jetzt munter ignoriert, neigt also sozusagen Kapitalismus abschaffen, ja, was weiß ich, oder auch soziale Marktwirtschaft beibehalten, ja, was denn nun? Und neigt dann wahrscheinlich zu pseudokommunistischen, pseudoplanwirtschaftlichen Denkmodellen wie soziale Dreigliederung oder DDR-ähnliche Konzepte. Und das wird alles zerstören. Ja, ja und über die weltberühmte Gemeinwohlökonomie könnte man sich trotz deren Mängel, über die man diskutieren kann, ja, Gemeinwohlbilanz und die Idee, also letztendlich läuft die Gemeinwohlbilanz ja irgendwo auf Wirtschaftsprüfer für Gemeinwohlbilanzen hinaus. Und die machen mit subjektiven Abschätzungsurteilen, die ungenau sind, kann möglicherweise zu einem riesigen Chaos. Außerdem kann die Glückszerstörung nicht gemessen werden, also das berühmte Biobrot-Beispiel. Die Gesundheitsschädlichkeit von Produkten kann nicht direkt gemessen werden mit der GWÖ und die Glückszerstörung in der Gesellschaft kann auch nicht gemessen werden durch den Einfluss von Unternehmen und so weiter. Das heißt, aus unserer Sicht sind natürlich die GWO, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung,
da die fundierteren Gemeinwohlwirtschaftskonzepte und die Gemeinwohllobby, die arbeiten eben auch daran. Mit der Postwachstumsökonomie sollte man diskutieren und allgemein Gemeinwohlgesellschaft ist das Richtige. Also letztendlich, was ist die beste Gemeinwohlwirtschaft für die Menschheit? Das wird eben hier in dieser Partei diskutiert und soweit ist leider die Basis noch nicht und deswegen ist sie leider auf dem völlig falschen Dampfer. Ja, ich glaube, ich hoffe, Sie können das lesen, denn da stimmt doch was nicht. Ja, das ist ein bisschen zu. Naja, vielleicht kann man es trotzdem lesen, ne? Ja, und dann kommt der entscheidende Satz. Das ist sozusagen das ganze basisdemokratische Brimborium. Versucht man ja bei der Partei des Gemeinwohls so einfach und so zeitsparend wie möglich zu machen. Die ÖDP hat sich gerade eben bekannt wieder zu den Bürgerparlamenten oder Bürgerräten und so weiter. Das bedeutet, die haben das Riesenproblem, dass alle karriereorientierten Menschen der Gesellschaft sich weigern werden, wichtige Lebenszeit 3 Monate lang in irgendwelchen Bürgerparlamenten zu verlieren und dadurch eventuell ihre Karrierechancen zu ruinieren. Und von daher ist quasi letztendlich, das sind alles so zeitraubende, zeitaufwendige Techniken. Und was die Partei des Gemeinwohls vertritt, ist Basisdemokratie, aber zeitsparend. Ja, ohne 3 Monate in irgendwelchen Bürgerbräten sitzen, ja, und so weiter. Und vor allem, wie die wären auch verfassungswidrig, denn wenn bestimmte Gruppen systematisch und regelmäßig an solchen Bürgerräten nicht teilnehmen, weil sie zum Beispiel karriereorientiert sind und damit die für unsere Wirtschaft wichtigsten Leute kein Stimmrecht hätten, dann haben wir keine Demokratie, weil diese Personen dann nicht repräsentiert sind und damit wäre das verfassungswidrig. Das ist so. Und jetzt, da ist alles, was wichtig ist für echte Demokratie. Widersprechen Sie uns in unseren Talkshows per Telefon oder online mit guten Argumenten im Sinne der freien Argumentekultur. Wo irren wir uns? Wo widersprechen uns andere kompetente Experten der Welt mit welchen Argumenten? Bringen Sie also ruhig alle Argumente oder konkret bringen Sie auch die konkreten Experten mit in die Talkshows und breiten Sie deren Argumente aus und widersprechen Sie der Partei des Gemeinwohls, ja? Und dann, wie stimmen repräsentative Wählerstichproben ab über unsere Argumente und Reformen? Bitte Kontakt aufnehmen Sie Ihr Impressum. Das ist eigentlich alles, was es braucht, um mal die Basis einer echten Basisdemokratie zu haben. Und der Rest kommt gleich. Ja? Das heißt, hier wird mit wenig Zeitaufwand und repräsentativen Wählerstichproben, die der Bundeswahlleiter zusammenstellen kann, die sogenannten Vorwahlen-Mini-Volksentscheide oder auch große Wahlforschungsinstitute, die man bezahlen muss. Und da hat David Claudia Sieber ja erzählt, dass sie durchaus solche Wahl- und Meinungsforschungsinstitute ja bezahlen. Jetzt haben sie die Basis hat den Riesenfehler gemacht, ihre Parteimitglieder, die definitiv keine repräsentative Wählerstichprobe darstellen, zu konsensieren zu lassen über das Parteiprogramm, anstatt dass viele Geld, monatlich über 500.000 Euro Mitgliedsbeiträge, zu nutzen für regelmäßige repräsentative Wählerstichproben, die über die Argumente konsensieren. Also die Basis hat schon mal den Fehler gemacht, dass sie die Argumente aller Experten praktisch ausgeschlossen hat. Sie hat eigentlich sozusagen nur die parteiinternen Laien
und deren Argumente gehört und sonst nichts und hat sich abgeschottet gegenüber alle anderen kompetenten Experten der Welt, die eben nicht die Möglichkeit haben, nicht dürfen oder es nicht wollen, Mitglied irgendeiner Partei zu werden, ja. Und die hat man ignoriert und damit verstößt man gegen alle Grundlagen der Basisdemokratie, denn es kann keine Basisdemokratie mehr geben, wenn bestimmte Experten der Welt und deren Argumente nicht gehört werden, dann existiert keine freie Argumentekultur und jede Basisdemokratie wird dann automatisch zu einer Pseudobasisdemokratie, ne? Weil ja die entscheidenden Argumente, die gar nicht gekannt werden. Und dann wird etwas auch automatisch zur Pseudobasisdemokratie, wenn man nicht repräsentative Wählerstichproben oder die gesamte Wählerschaft nimmt bei den Entscheidungen, sondern nicht repräsentative Wählerstichproben, denn nicht repräsentative Wählerstichproben führen zu völlig falschen Ergebnissen, automatisch. Ja? Und von daher, das ist also, hier sind also quasi alle Grundpfeiler echter Basisdemokratie verankert und werden bei uns praktiziert, während die Basis das eben gerade eben nicht praktiziert. Die Basis praktiziert letztendlich keinerlei Basisdemokratie. Man könnte fast sagen, die Basis praktiziert das Gegenteil von Basisdemokratie. Ja, prüfen Sie es nochmal hier, wenn das die Grundpfeiler sind. Keine freie Argumentekultur, keine Offenheit für alle Experten, keine Suche nach allen Argumenten aller Experten in der Welt. Und sogar wenn sie sie angeboten kriegen, sogar deren Ablehnung und so weiter, oder Nichtnutzung. Und das ist alles schon automatisch, das ist das Gegenteil von Basisdemokratie. Ja, das ist Pseudobasisdemokratie. Ja, und jetzt kommt dann die entscheidenden Dinge noch, die dazukommen. Endlich erstmals wählbar. Weltweit erstmals wählbar. Also echte Gemeinwohlwirtschaft. Einzig wirkliches, echtes Gutes tun wird belohnt. Ich kann ja mal probieren, ob ich es, wenn ich es ein bisschen kleiner mache, ob es daran liegt. Macht das was? Jetzt, nee, jetzt wird es ja noch schlechter. Da muss ich noch mal gucken, was hier los ist. Vielleicht kann ich es noch größer machen. Oh. Nee, das geht nicht. Dann bleiben wir mal bei 133. Ich hoffe, dass Sie es trotzdem einigermaßen lesen können. Also, einzig wirkliches, echtes, gutes Tun wird belohnt. Dem bewussten und dem nicht bewussten schlechtes Tun wird die Beute entzogen. Ja, also das, was ich hier vorhin geschildert habe, war ja das nicht bewusste Schlechtes tun. Ja, das war hier, niemand ist sich einer Schuld bewusst. Die Medizin- und Pharmaindustrien weltweit, die Großkonzerne, milliardenschwere Konzerne glauben ihre internen vorteilbringenden Irrtümer. Dann kommt es zur Parallelevolution in Journalistenschaft, Medienschaffenden, also sonst Programmschaffenden und also journalistisch, das ist so eher nachrichtenorientierte Medienwelten, das ist eher ja sonstige Programminhalte erzeugende Medienwelten und dann hier die politischen Kasten. Da kommt es also zu Evolutionsverläufen, dass überall dort die Leute, die die gleichen Irrtümer im Kopf haben wie die Pharma- und Medizinindustrie und die anderen großen Industrien der Welt, dass es zu einer Evolution kommt, dass nach und nach es zu einer völligen Angleichung kommt. Und dem sind wir doch mittlerweile sehr nah. Die politische Kaste glaubt alle vorteilbringenden Irrtümer der Medizin- und Pharma- und Impfindustrie.
blind und die Journalistenschaft sowieso und in den Programminhalten werden auch entsprechende Moralen von der Geschichte, also die Moral von der Geschichte bestimmter Sendung geht genau in diese Richtung und signalisiert, also wiederholt im Prinzip die vorteilbringenden Irrtümer. Und wir haben quasi eine Konzerndiktatur, eine Lobbyisten-Konzerndiktatur. Und das ist einfach so. Das kommt automatisch in der sozialen Marktwirtschaft, wird das automatisch so. Es kann gar nicht anders sein, weil die Evolution genau darauf hinausläuft. Ja, und dann ist es so, dem bewussten und nicht bewussten Schlechtes tun wird die Beute entzogen. Also hier, es kommt ja zu riesiger Beute, ja, es ist die Beute. Es kommt ja dazu, dass durch diese das nicht bewusste Schlechte zu tun, kommt es zu riesigen Profiten für die Konzerne auf Kosten der Bevölkerung, der Wählerschaft und der Bevölkerung. Und dieses nicht bewusste Schlechte tun, ja, das ist das Entscheidende und dem wird durch die Gemeinwohlwirtschaft die Beute entzogen. Und jetzt wird jemand zitiert. Endlich werden zum Beispiel mein Hausarzt und mein Supermarktleiter und meine Landesregierung umso mehr belohnt, je gesünder und glücklicher durch ihr Wirken wir Kunden werden, je seltener wir Krebs, zum Beispiel Krebs oder Herzinfarkt bekommen. Und je größer unser Wohlfühlen wird, ja, das ist eine Andeutung auf zum Beispiel die Möglichkeit der Wohlfühlstimme. Also auf jeden Fall müssen wir irgendwo Gesundheit, Lebensglück, Wohlfühlen. Wie war das? Wir messen Gesundheit, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und bei Landesregierung messen wir selbstverständlich auch die Wohlstandswerte der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Und bei der Regierung sind zum Beispiel die Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, können wir mit einem Wort zusammensetzen, Wähler, weil die Mitarbeiter ja auch Wähler sind und die Anwohner auch Wähler sind. Also von daher sozusagen ist das in dem Falle identisch. Und das ist eigentlich, könnte man sagen, der Kernsatz von Gemeinwohlwirtschaft. Ja? Wie man das Wohlfühlen misst, die Gesundheit und die Langlebigkeit, darüber kann man dann weiter diskutieren und so weiter. Da haben wir ja klare Konzepte zu. Und ja, und dann, ich hoffe, Sie können es lesen, pseudokommunistisches, Pseudoplanwirtschaft zerstört Wohlstand. Marktwirtschaft zerstört Wohlfühlen. Marktwirtschaft ist Suchterzeugung durch Glückszerstörung. Das mahnt uns an diesen Evolutionsverlauf, dass also, wenn wir hier einen Früharzt und Frühhändler haben, der die Wahrheit sagt, dann wird der unter Bedingungen, den Bedingungen der von Tauschhandel, Markt, Arbeitsteilung und Ferntauschhandel irgendwann aussterben, weil er nicht genügend Profite macht, verglichen mit dem, der sich irrt. Der Früharzt und Frühhändler, der sich irrt und der lauter Gedanken im Kopf hat und Gedanken predigt als vorteilbringende Irrtümer, die den Menschen Glück rauben, der wird belohnt durch eine erhöhte Konsumbereitschaft der unglücklich gewordenen Menschen. Ja? Und deswegen kann man sagen, der wird nämlich kaufsüchtig, konsumsüchtig, shoppingsüchtig, alkoholsüchtig, zigarettensüchtig, süßigkeitensüchtig und so weiter süchtig. Reisesüchtig und was auch immer süchtig. Konsumsüchtig im weitesten Sinne. Und dadurch verdient er natürlich unheimlich viel, kann also hier mehr Nachfahren ernähren und finanzieren und findet auch viele Schüler, die irgendwann in Akademien sogar massenhaft ausgebildet werden und seine vorteilbringenden Irrtümer weitertragen. Schluckwasser. Ja, und so kommt es zur Totalzerstörung unseres Wohlfühlens und unseres Lebensglückes.
Und das ist auch zwangsläufig in der Marktwirtschaft so. Das ist unvermeidlich in der Marktwirtschaft. Ja. Und ja, von daher, also Suchterzeugung durch Glückszerstörung, das ist also auch wieder ein Evolutionsverlauf, wo es zu zerstörerischen, also unser Leben als Menschen zerstörenden Evolutionsprozessen kommt, notwendig in der Marktwirtschaft. Und auch das ist leider Christian Felber nicht bewusst mit seiner Gemeinwohlökonomie. Deswegen ist seine Form der Gemeinwohlwirtschaft noch nicht so richtig ausgereift, ist halt auch zu jung dafür, das Ganze. Ja. Gemeinwohlwirtschaft bedeutet sehr viel mehr Wohlfühlen und Wohlstand. Denken Sie dran, 700 € im Monat, netto steuerfrei mehr im Portemonnaie für jeden Arbeitenden im Rahmen der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung. Ja, das ist also Gemeinwohlwirtschaft vergrößert Wohlstand und Wohlfühlen ganz drastisch und deswegen möchte ich das noch erleben. Ja, und dann noch dieser Satz hier, raus aus den Horrortrips Marktwirtschaft und Pseudoplanwirtschaft. Raus aus Kapitalismus und raus aus ewig gestrigen pseudokommunistischen Konzepten, zum Beispiel der Sozialspaten, hin zur Gemeinwohlwirtschaft GWW und Gemeinwohlgesellschaft GWG. Ja, jetzt ist das neue Wort hier die Sozialspaten, das verweist uns auf dieses Schaubild. Nämlich, ist es hier oder ist es dort? Ja, das muss in der anderen Richtung sein. Ja, hier ist es. Ja, das heißt, die Sozialsparten und all die anderen Sparten, ich habe ja eben geschildert, wie die Medizin- und Pharma- und Impfsparten dazu führen, dass die ganze Gesellschaft zerstört wird und die Pharma- und Impfindustrien Beute machen können auf Kosten der Menschen, ja. Und die Sozialsparten, die bringen halt auch lauter Ideen und eben oft sehr pseudokommunistische Ideen rein, wie Mindestlohn, Tariflöhne, Mietendeckel, Mietbremsen, Enteignung und alle möglichen Konzepte, die am Ende nichts anderes bewirken, als dass es immer mehr Sozialfälle gibt, immer mehr Arbeitslose, immer mehr verwahrlosende Menschen. Und dann können die Sozialspartler riesige Karrieren machen und sich bereichern auf Kosten des Gesamtkuchens hier. Und alle Sparten wirken so. Und deswegen ist es also, aber es gibt eben auch eine deutliche Beziehung zwischen eben den Sozialsparten und damit diesen pseudosozialen, pseudolinken politischen Vorstellungen, die aber in Wirklichkeit nur die Sozialsparten bereichern und deren Karrierechancen vergrößern, aber die gesamte Gesellschaft zerstören. Ja, und das ist ja auch nochmal deutlich geworden die letzten Tage, dieser Zentralirrtum, ja, dass eben überall Politik gemacht wird, so nach dem Motto, alle Menschen sind gleich, also die Naturwissenschaft hat bewiesen, dass die Evolution ein Ungleichheitserzeuger ist, dass sie ständig unterschiedliche Gehirngrößen erzeugt, aktiv, dass die Evolution gar nicht anders kann. Sie ist eine Maschine, die genau diese Funktion hat. Die Evolution war nie etwas anderes als ein Ungleichheitserzeuger, ein aktiver Ungleichheitserzeuger. Und dass wir deswegen überall in der Welt darauf achten müssen, bei den Menschen, die in Deutschland sind und die geboren werden, die nach Deutschland kommen, wir müssen immer gucken, handelt es sich um hochintelligente, hochfähige, Arbeitsplätze schaffende, Innovationen entwickelnde Menschen. Und da müssen wir dann dafür sorgen, dass die Nachwuchs bekommen können. Im Moment haben wir die Situation, dass wir quasi eine Arbeitsteilung machen. Wir verwursten im Kapitalismus die leistungsfähigen Frauen und Leute und zwingen sie quasi, sich zu entscheiden, Karriere oder Kinder. Und viele Frauen entscheiden sich für die Karriere gegen die Kinder. Deswegen haben wir einen riesigen Mangel an Kindern aus dem fähigen Bereich. Wir haben hier also einen riesigen Mangel. Und wir haben alle möglichen, und die Parteien schaffen alle möglichen Anreize,
getrieben von den Sozialspaten, dass hier ständig Kinder geboren werden und aus aller Welt zuströmen? Ja? Hier ständig? Denn niemand bräuchte ja in Deutschland einen Asylantrag stellen, wenn wir ein Einwanderungsrecht hätten. Wenn jemand fähig ist, kommt er ja auch, käme er auch so nach Deutschland. Die das den Asylantrag stellen oder sonst wie illegal versuchen, nach Deutschland zu kommen, haben mehrheitlich eher geringe Kompetenzen und deren Kinder haben leider genetisch auch sehr geringe Kompetenzen und kosten in der Summe eher, während deren Kinder eher produzieren und mehr in den Staat einzahlen, als sie herausnehmen, während diese in der Summe mehr an Infrastrukturnutzung und sonstigen Kosten aus dem Staat herausnehmen, als sie einzahlen in die Staatskasse sozusagen. Ja, und so dieser Zentralirrtum, dass aber alle Menschen gleich seien, alle Neugeborenen gleich seien und man mit ein bisschen Bildung wie Puderzucker draufschütten, jetzt dann aus diesen hier Genies machen könnte, dieser vorteilbringende Irrtum der Sozialspaten führt natürlich dazu, dass es Massen an eigentlich nicht richtig lebensfähigen Menschen gibt, die dann eben von den Sozialspatlern gewinnbringend betreut werden müssen. Und in dieser Degenerationsphase befindet sich ja Deutschland ganz massiv. Deutschland ist wahrscheinlich der am stärksten degenerierendste Staat der Erde, weil er die größten Sozialspaten der Erde hat. Ja, in den USA sind die Sozialspaten nicht so allmächtig, ihre vorteilbringenden Irrtümer in alle Köpfe auszustreuen. Noch ist die ganze Gesellschaft nicht so völlig durchmanipuliert wie in Deutschland. Ja, und damit haben wir das alles erklärt. Natürlich bei den pseudokommunistischen Konzepten spielen auch die Waffensparten eine Rolle, die sich zum Beispiel an Revolutionen bereichern können. Also da findet sich immer auch ein gewisser Mix an vorteilbringenden Irrtümern verschiedener Sparten der Gesellschaft. Ja, aber ich glaube, ihr mit diesem Text, der vielleicht als Flyertext vielleicht sogar geeignet wäre, dieser Anfangstext, damit ist eigentlich alles Wichtige angesprochen. Das werde ich auch in der Talkshow heute Abend ansprechen, diesen Text. Und jetzt, dann schaue ich nochmal hier abschließend hier. Was ist jetzt hier? Nein, da wollte ich abschließen. Also, ich fasse zusammen. Die David-Basis kann sich nicht entscheiden. Kapitalismus abschaffen, ja. David Claudio Sieber gestern im ZDF. Oder soziale Marktwirtschaft behalten. Und es ist eben kein Unterschied zwischen soziale Marktwirtschaft und Kapitalismus. Das hat Professor Sinn gesagt. Also soziale Marktwirtschaft ist nur eine Variante des Kapitalismus. Das ist also praktisch identisch. Das sind nur verschiedene Worte für die gleiche Sache. Ne? Und also die Basis weiß nicht, was sie will. Und sie hat noch keine Offenheit für Gemeinwohlwirtschaft. Und sie hat aber eine große Offenheit für pseudokommunistische, pseudoplanwirtschaftliche Welten und Denkwelten. Und damit liegt sie völlig daneben und würde genau wie alle anderen bisherigen Parteien mein Leben weiterhin munter zerstören. Und ja, und wir haben jetzt eben eine Medizindiktatur. Deutschland ist eine Industriediktatur, eine Konzern- und Lobbyistendiktatur. Wie heißt ein Buch, Die Diktatur der Konzerne, ich glaube von dem Foodwatch-Gründer und früheren Greenpeace-Mitglied, Diktatur der Konzerne, wenn ich mich recht erinnere. Also wir haben eine vollendete Diktatur der Medizin- und Pharmakonzerne. Ja, und die Gemeinwohlökonomie von Felber ist weltberühmt und ist ein guter Einstieg in gemeinwohlorientiertes Denken. Aber Vorsicht, sie hat ihre Mängel, sie hat noch viel jugendliche Konstruktionsfehler in sich. Ja, also, tschüssi, bis bald und das muss ich ja noch kurz sagen. Und sofort Doppelmitgliedschaft, die Basis und Partei des Gemeinwohls.
diekompetente.beepworld.de. Also, tschüssi, bis bald.